Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Napoleon Total War mit dem Osmanischen Reich. Ja, mal wieder neue Aufnahme, neues Glück und Taktik Nummer 2 ist jetzt hoffentlich vollständig ausgereift. Aber bevor ich diese euch vorstelle, würde ich ganz gerne mal zählen, wie viele Truppen wir denn jetzt eigentlich haben und wie viele Armeen wir dabei rausbekommen. Dazu wäre es nicht schlecht, mal kurz Zettel und einen Bleistift, keinen Kugelschreiber, denn das will ich irgendwie wieder wegbekommen. Dann schnappe ich mir einen neuen Zettel und mal notiere hier 4. Denn wir haben hier ja eine Miliz dabei. Das passt. Dann haben wir hier 2 abgetrennte und einen vollen. Das heißt, wir haben 4 plus 20. Das hätte ich auch vor der Aufnahme machen können, aber na gut. Dann haben wir hier nochmal 4 und... Warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 15 dann insgesamt da. Und dann haben wir da vorne noch 19, 20, das heißt 39... Und hier haben wir nochmal volle 20. Das heißt, summa summarum, der Abonnent hat es jetzt wahrscheinlich schon ausgerechnet, denn er konnte das im Kopf, ich leider nicht. 20, 40, 79 passt schon. Wann? Manchmal verwechsel ich das mit dem Englischen total, weil die Engländer, die haben es leicht. Die, beziehungsweise sau viele Nationen eigentlich. Die lesen alle Zahlen von vorne durch. Bei uns immer. Letzte Zahl, vorletzte Zahl. Na gut, 79, 83, 93, 108. Wir haben 8 zu viel. Oder 12 zu wenig. Moment. Das heißt, wir können daraus 5 Armeen machen, haben aber gerade mal 3 Generäle. Oh, scheiße, wir haben zu wenig Generäle. Das ist schlecht, meine Damen und Herren. Also, was war das summa summarum jetzt? 108. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Wahrscheinlich müssen wir ein paar Generäle noch nachrekrutieren. Oder wir haben hier doch noch die Möglichkeit. Haha. Ja, dann machen wir das doch. Wir können aber eh maximal 4 Generäle machen. Dann warten wir lieber noch 3 Runden. Vielleicht haben wir dann ja ein Genie dabei. 108. Was machen wir mit so einer hässlichen Zahl? Entweder wir halten 8 in Hinterhand oder wir rekrutieren noch 12. Ich glaube, 12 rekrutieren... Nee, wir halten die jetzt mal noch im Hinterhand und dann haben wir später noch genug, dass wir nachschicken können. So, 3 Minuten vergangen, jetzt zur Taktik. Ja, die aktuelle Taktik war ja hier Rambole nach Spanien rein. Zack, 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 3 Kolonien, 3 Städte geschenkt. Jetzt habe ich aber letzte Folge schon den Tipp gegeben. Der Spion hat mir meine Taktik offenbart und ich habe noch gesagt, hoffentlich, ach ja, übrigens hier in Prag, ist inzwischen in russischer Hand, hoffentlich wird dadurch meine Front nicht so groß. Denn aktuell habe, und sogar noch dritter Tipp habe ich gegeben, ich habe hier militärischen Zugang bei Italien und bei Österreich angefordert. Ja, wie gehe ich vor? Ich werde natürlich 1, 2, 3 hier rumjagen, aber 2 werden hier durchmarschieren. Beziehungsweise, ich muss wahrscheinlich erstmal einen dahin, einen dann wieder zurück, beziehungsweise einen müsste ich sofort nach Barcelona. Beziehungsweise eigentlich hier auch noch nach Korsika. Mann, eigentlich müsste ich jetzt noch 12 machen. Weil ich brauche hier Korsika-Armee. Die sind böse. Naja, wie mal. Was? Avet? Nee. Avet? Nee, Steinscholosch gibt's hier nicht, ne? Ist klar. Das heißt, wir könnten eigentlich noch warten und erstmal Korsika erobern. Dann hätten wir, weil das, Korsika, ich weiß nicht, also die könnten entweder da rumgammeln oder sie könnten losfahren. Wenn sie losfahren, haben wir ein Problem, denn wir haben hier nichts in der Hinterhand. Ich würde einfach mal sagen, dass wir erst Korsika einnehmen.
dann weiter nach Piemont Ligurien, beziehungsweise nach Turin gehen, dann weiter über Marseille und dann wird sich zeigen, wie viel Armee hier eigentlich drin steckt, weil dann haben wir nämlich hier ein schönes kleines Guckloch, sind so ein bisschen frontbeträchtig und hier hinten haben wir dann auch noch unsere kleinen Armeen. Klein relativ, ne? Also wir haben jetzt 108 Regimenter zur Verfügung. Das wird ja wohl reichen, um mal ein bisschen hier aufzuräumen. So, jetzt habe ich ein bisschen viel gelabert. Technologisch gut, Feldambulanz in eigenen Gebieten. Es wäre wahrscheinlich echt nicht verkehrt, dann auch noch Toulouse zu erobern. Allein aus dem Grund, damit ich hier schon mal geschlossen habe, um die Einheiten gemütlich rumzu schieben. Gleichzeitig werde ich auch noch sehr viel Geld ausgeben müssen für Milizen, denn die werden essentiell sein. Die Milizen. Auf jeden Fall, was ist jetzt vorerst mal hier über die Armee? Wir brauchen noch ein paar mehr Schiffe, deswegen mache ich hier noch zwei 64er und ab in die nächste Folge. Folge, du mich auch. Blah. Ich weiß aber auch nicht so ganz, wie und wo und wie und was und sowieso mit der französischen Flotte ist. Weil die spanische, glaube ich, die schätze ich jetzt als nicht so stark ein. Aber die französische hat was. Und wieso tut der Brite jetzt bitte nicht mal hier eine Invasion starten? Die haben Truppen wie sonst noch was. Das könnten sie auch in Flotten stecken. Der Russe, das finde ich geil, dass der Prag einfach mal erobert hat. Es ist unglaublich. Ja, das ist schön. Spanien, ja, das sind auch noch ein paar Truppen. Eine Rekrutierung auf Sardinien, jawohl, da haben wir jetzt mehr. Das heißt, wir können zwei abziehen. Blub. Können wir noch einen abziehen? Ja. Noch ein? Ja! Noch ein? Oh, schade. Ich dachte schon, jetzt übertreibe ich. Jetzt gehe ich steil, ganz klar. Du da! Fahr. Du da! Zurück. Er ist ein kleiner Blauer. Oh, zum Glück nicht. Dankeschön, ey. Ich hätte gedacht, jetzt muss ich extra noch eine Runde warten, damit er da rein kann. Weil es reicht ja schon, dass der hier kurz vor Olbia stehen bleibt. Ist, naja. Auch okay. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, hier haben wir einen zu viel. Leider. Außerdem müssen wir noch ein paar Kanonen da mitnehmen, denn ich würd ganz gern hier in Turin ein bisschen Bum-Bum machen. Ich frage mich auch, inwiefern es mit Kapitulation aussieht. Ich konnte nämlich leider nichts finden. Das heißt, ich stelle die Frage jetzt erstmal an euch weiter. Wie, ich schreibe es auch nochmal als Kommentar, falls genau 8 Minuten so eine Zeit ist, die wo man überspringt, weil man Anfang und Ende gucken will, ist da was Essentielles, Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall, sind sie dann freundlicher gesinnt, wenn ich sie zur Kapitulation zwinge? Es wäre eigentlich nur logisch, ne? Also ich würde ja keine Leute töten. Ich würde keine Gebäude zerstören. Ich tue sie ja nur zur Kapitulation zwingen. Und wenn sie dann annehmen, fertig. Gut, übernommen ist übernommen. Dass man da ein bisschen wütend ist, das ist auch logisch. Aber ich glaube, ist schon klar, was ich meine. Neuer Generale haben wir noch nicht, ne? Nein, 2 Runden noch. Wenn man in der letzten Runde erst nachgeguckt hat, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass 3 Runden vergangen sind. Mal gucken. Also, euch da. Euch kann ich nach vorne jagen. Und ihr da, ja, ihr seid da ganz gut gestellt. Das passt schon. Weil ihr müsst ja erstmal noch drin stehen. Ja, dann nächste Runde. Denn wir können gerade nur warten. Wir wollen. Ach! Oh! Die unerschütterliche Palastwache. Ach, die unerschütterliche wahrscheinlich. Was auch immer das für eine. Was wollt denn ihr jetzt? Nö. Technologies hätte ich ganz gerne noch ein bisschen was, ne? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Der Russe wird mir jetzt wahrscheinlich dann auch wieder das Angebot machen. Beziehungsweise der Deutsche wahrscheinlich auch. Wo ist eigentlich der Franzose hinmarschiert?
Kriegsbeitritt Bayern für 880. Enemies Bayern. Für 880, da hätte ich ganz gern noch eine Technologie. Ich hätte es auch nur für die Technologie gemacht. Weil ich muss eh irgendwann da einmarschieren. So, aber unseren Spion habe ich jetzt total vergessen. Halt die Klappe! Du! Guck nach Toulouse. Steht da was? Nein! Wunderbar! Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Weiter ins französische Land rein. Oh, da ist ja auch nichts in Bordeaux. Essentiell, meine Freunde. Essentiell. Würde ich mal sagen. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Militärakademie zu bauen. Sollen wir diese auch nutzen? Das weiß ich nicht so genau. So, leider können wir nicht alle. Trotzdem können wir jetzt erstmal so. Dankeschön. Und jetzt können wir noch den letzten wegtun. So, also Moment mal. Wir müssen jetzt ein bisschen Armeestrukturierung machen. Und zwar, du bist an sich fertig. Wir haben hier 3 Kanonen. Wir haben 5 Kavallerien. Naja, wir haben da ein paar Linien. Die sollten wir vielleicht auch noch aufteilen. Dann auch noch Freischelter. Boah, Mann, ich bin eigentlich so im Begriff, die eigentlich wegzuhauen, weil das ist Kanonenfutter. Das ist volles Kanonenfutter. Wie machen wir es mit euch da? Also du bleibst General da, ne? Dankeschön. Ich würde sagen, das ist mit dem General, greifen wir mal zuerst an und dann kommt die Nachhut. Wir haben ja jetzt circa 5, also können wir 3 Generäle machen mit je, mit... Bei 2 einer Verstärkungsarmee sozusagen. Ich würde sagen, die Verstärkungsarmee bleibt so. Das ist ganz gut. Und da können wir dann eigentlich noch diesen einen da reinschicken. So, dankeschön. Das passt. Dann ihr seid eh noch lange nicht vollständig. Da können wir einen General reinpacken. Der hat aber ein paar zu viel Kanonen. Dann können wir jetzt erst einmal 4 Kanonen darüber tun. Dann haben wir 4 hier, das passt. Dann kommt da noch ein General rein. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Da können wir mal 4 von denen reintun. So, sehr schön. Und dann kommen von hier noch ein paar. Also die, um genau zu sein. Oh, halt, cancel. Denn hier können wir noch 2 wieder abziehen. Wir haben jetzt wieder mehr Miliz. Dankeschön. Wahrscheinlich könnten wir sogar noch mehr abziehen, aber das passt dann schon. Wir haben 13 Minuten vergangen. Da drüben können wir auch noch einen abziehen. Verdammt. Wie das klingt. Abziehen. Ich ziehe ihn ab. Marine, bitte einmal darüber. Wir müssen die Armee... da versammeln und dann ausscheren lassen. Wie sagt man das? Ausschwärmen lassen. Genau. Ausschwärmen. Oh Gott, 5 Runden. So. Ja, dann können wir eigentlich gleich die ganzen 20 da nehmen. Ja, wobei... ach, es wäre nicht verkehrt, wenn da eine schon drüben ist. Andererseits bräuchte ich da auch noch Kanonen. Ja, komm, meine Güte, dann pack mal da halt alle drauf. Drauf mit euch. Und rüber. Dauert zum Glück nur eine Runde. Das ist ja in Ordnung. Hier hinten ist nichts, das ist so schön. Da kann ich einfach durchmarschieren. Aber dann stehe ich genau in der Front. Wisst ihr, was richtig, richtig geil wäre? Wenn ich jetzt Frankreich den Krieg erkläre und Spanien den Schwanz einzieht. Ah, das wäre so geil. Dann könnte ich hier gemütlich an der Grenze rummarschieren, nach oben Frankreich vernichten, wieder runterlaufen, Spanien vernichten, Portugal, weil die blöden Penner sich auf die falsche Seite geschlagen haben. Ach, wäre das schön. So, und ihr kommt jetzt auch nochmal rüber, denn euch brauchen wir bald zum Transport. Je mehr Schiffe, desto besser. Gut, ihr da seid auch noch da, sehr schön. Da könnten wir... ach, wir brauchen mal mehr Geld.
6000. Die Goldmine kostet ja 10, ne? Ja, das ist zu viel. Also machen wir mal, zack, einen industriellen Eisenkomplex. Das ist schön, das ist toll. Das hat was. Und hier, oh, sonst sind sie auch noch mega glücklich. Wunderbar, so soll das sein. Okay, wir haben mal wieder eine sehr spannende Folge hinter uns. Ich stelle die Frage nochmal am Ende. Und auch nochmal in den Kommentaren. Wäre nett, wenn ihr es wüsstet und mir es beantworten könntet. Und zwar, hat es einen Unterschied, ob ich sie militärisch erober oder über Kapitulation? Für mich eigentlich selbstverständlich. Die Frage ist, inwiefern es das Spiel auch wirklich so umsetzt. Wir haben Probleme, denn hier versammelt sich eine große Miliz und deswegen müssten wir eigentlich schnell umsetzen. Aber wir brauchen Zeit. Wir brauchen noch Zeit. Trotzdem würde ich erstmal sagen, ciao, bis zur nächsten Folge.